Hallo liebe Mafiosi, willkommen zu einer weiteren Folge Unravel mit mir, Don Goku und dem guten Platypus von der Monofilm Society. Wir wollen jetzt mal ein bisschen in der Story weiterkommen und eventuell kommen dann in der nächsten Folge dann noch ein paar Mini-Level, die wir noch nicht geschafft haben, beziehungsweise noch nicht gefunden haben, die zwischen 5 und 8. Mal gucken, ob wir die bis dahin gefunden haben. Irgendwie fehlen die uns. Aber jetzt machen wir ja erstmal weiter mit der ganz normalen Story. Und ich symbolisiere jetzt mal, dass ich fertig bin. Und warte darauf, dass der gute Platypus auch mal zum Schluss kommt. Da ist er ja schon. Und zieht direkt den Hebel. Wir müssen hoch, richtig? Hoch, genau. Okay. Fahrstuhl Musik intensifies. Oh, das ist. Weiter hoch geht's nicht mehr, habe ich das Gefühl, weil da ist auch kein. Ja. Da ist kein Schloss. Probier mal. Komm, probier mal, ob du hoch kannst. Nee. Okay. Ach, da ist nicht nur. Da ist kein Schloss, da ist so ein Loch im Weg. So ein. Siehst du, was ich meine? Nee. Das ist einfach breiter, das Rohr. Das stoppt das. Hier, da. Aha. Ah, ja, okay. Also entweder wird das... Ne, ich glaube nicht, dass es weiter hochgeht. Okay, nö, dann werden wir hier wohl... Das ist Kapitel 5. Aber wir sind eigentlich erst bei 4, oder? Ah, nee, das Tutorial war 1. Nee. Ja, genau. Tutorial ja, 1, dann ist 5. Richtig. Und dann, ja, kommt hier bestimmt richtig, noch 1 auf der rechten Seite. Frisch ans Werk. Hast du auch schön die neue Folge angefangen, frisch ans Werk, in dem die Maschine versucht... Ja, genau. Klingt ja schon mal sehr spannend. Ah, klingt nach Stress. Nee, gar nicht. Ja, let's go. Perfekt. Ja, ich brauche noch ein bisschen, wie immer. Einmal mit Profis arbeiten. So, aber da bin ich. Ja, warte also. Mal, erstmal. Warte mal. Hallo. Nee, wie geht das? Nee, nicht Applaus. Auch das nicht. Hi, da bin ich. Okay, los geht's. Das ist eigentlich mega unnötig, diese Funktion. Ja. Hätte man auch da durchgekommen? Nee. Oh, cool. Oh, ja. Wir haben aber nichts... Guck mal, da werden diese Vögel an die Wand gemalt. Ja. Das hat bestimmt irgendeine... tiefgründige Bedeutung, die wir noch nicht erkannt haben. Ja, die wir auch nicht erkennen werden. Da musst du bestimmt irgendwas vollkommen interpretieren. Ja, aber bestimmt, also zu 100%, sonst gäbe es nicht da diese bunten Vögel und die schwarzen, die so böse gucken und dazu diese Story mit diesen Kindern, die abhauen. Hui! Oh, das ist der falsche Weg, glaube ich. Warum? Do you know the way? Weil es hier nicht weitergeht. Oder vielleicht, wenn ich dazu komme. Ja, okay, doch. Okay. Do you know the way? Ah, lol. Ja. Ich dachte, ich komme da auch so hoch. Oh, man kann dich nirgendwo fest. Oh, da ist eine Herausforderung. Ja, ich weiß. Deswegen. Nicht Herausforderung, deswegen bin ich oben geblieben, damit du schwingen kannst, vielleicht. Nee. Jo. So definitiv nicht. Kann man hier mitfahren? Doch, probieren wir nochmal. Probieren wir nochmal zu schwingen. Ich hatte, glaube ich, gerade selber festgehalten. Deswegen konntest du nicht loslassen, Entschuldigung. Okay. Das war mein Fehler. Ich glaube noch etwas tiefer, ja. Sehr schön. Ja, leck. So, jetzt. Oh ja, okay, es wird klappen. Ja, aber es geht. Es geht. Etwas zu früh abgesprungen. Ja. Ja, das war... Ich habe nicht drüber nachgedacht. Alles gut? Jawohl. Nee. Nein, doch nicht. Gar nicht mal so einfach, tatsächlich. Das haben wir doch geübt in der Herausforderung. Ist echt so. Ich hätte, glaube ich, das noch etwas länger gemacht, das sei. Länger? Okay. Ja. Weil du kannst gegen dieses Ding kannst du nicht, also gegen das Lenkrad kannst du nicht gegenstoßen. Und jetzt. Ah, so close. Besser. Viel besser. So. Ja.
Hui. Nee, zu spät. Versuch mal ich gegen die Wand früher. Und dann kannst du ja von der Wand wieder abspielen. Ah, das habe ich gar nicht probiert. Also wenn du das beim ersten Mal verfehlst, kannst du wenigstens dann deinen Rebound zu kriegen. Das stimmt. So, ich versuch's jetzt aber mal mit einem längeren Stück Seil. Nee, schaffe ich so nicht. Lass mich mal probieren, kann man auch? Ja. Ich bin dran. Alles klar. Jeder drei Versuche. Okay. Hast du? Ja. Achso, du musst ja gar nicht drücken, ich kann mich ja selber festhalten. So, pass auf, ich mach das jetzt locker beim ersten Versuch. Ah, fast. Es ist gar nicht so einfach irgendwie. Ja, man muss das halt abschätzen. Ja. Aber weil das eben so eine weite Entfernung ist, ist das ziemlich schwer abzuschätzen. Nein! Oh, close. Sehr close. Ich hab gegengesteuert, aber ich hab zu früh gegengesteuert, deswegen bin ich ja so. Oh, du hast ja ein mega langes Seil. Oh. Yeah. That's what she said. So. Mach das mal in die andere Richtung. Was bringt uns das? Jetzt kann ich mich hier lang schwingen? Nee, kann ich vorher auch schon. Oh, Leute. Oh mein Gott. Komm nicht mehr zu dir. Guck mal, wir hätten so, aber du bist genau gerade da gelandet, wo das Ding war. Ach, kann ich den schieben? Würde mich sehr wundern, wenn ich das ganze Ding schieben kann, aber. Nee, das war wahrscheinlich einfach, um die Herausforderung dazu bekommen. Hallo, was ist hier los? Ich komm nicht mehr. Ah. Ich hab mich gerade nicht mehr gesehen und der hat sich nicht bewegt. Okay, dann. Achso, warte mal. Ich muss aber hier hoch, drüber. Ja. Okay. Nee, ich glaube, wir brauchen den Gabelstapler, um hier hinzukommen. Oh nein. Irgendwie muss der sich fahren lassen. Frage ist wie. Ah, hier. Oh mein Gott, voll simpel. Warte. Ja. Ey, nee, das will ich nicht. Erst runterfahren. Das wollte ich auch gar nicht. Erstmal voll dagegen gefahren. So. Oh, da kommt ein Gegner, Okay, aber der bleibt nur hier. Verpiss dich. Okay. Oh, da ist er. Oh mein Gott, ich bin dumm. Was ist denn, wenn wir so... Ach so, oh, ich dachte, die kommen noch weiter. Ja, nur mal, was du tust. Ne, ich dachte, dass die hier noch weiterkommen, also unter das Dingens. Mhm. Deshalb bin ich wieder zurück. Achtung, da ist an der Wand noch einer. Ah, okay, aber. Ja, ja. Oh, da oben. Ah, die habe ich nicht gesehen da oben. Sorry. My bad. Versuch den nicht so chargen. Erstmal Augen auf und dann los. Ja. Kommen sie beide runter, aber der eine läuft länger. Mhm. Ach komm, das haben wir auch geübt. Gegen die Wand hier und dann drüber. Ja. Das war zu früh. Nein, das war genau richtig. Das war aber echt ein bisschen früh. Richtig close. Calculated. Gute Pferde. Springen. Ah, jetzt kommt wieder Story. Was machen diese Jungs eigentlich die ganze Zeit? Die verstecken sich immer vor irgendwem. Ich glaube nicht, dass das Jungs sind. Oh, da wurden die gefasst. Da klar sind das Jungs. Ich dachte, das sind Teenager. Ich dachte, hat man nicht in der allerersten Sequenz gesehen, dass das ein Mädchen ist? Ja, es sind ja vielleicht andere Leute. Achso, es kann sein. Wo ist jetzt eigentlich diese Maschine, die uns... Ja, jetzt muss ich auch mit dir da lang. Super. Das ist ja einfach der bessere Weg ist. Welche Maschine? Da unten. Warte, bleib mal da bitte. Ja. Dass ich mich zum Not hochziehen kann. Hä? Okay. Man hätte auch einfach hier hochgehen können. Oh lol. Welche Maschine? Ja, da stand doch am Anfang, die Maschine versucht uns. Ach so, okay, das meinst du. Hm. Also einfach hochziehen. Will ich nicht. Aber werde ich wohl machen müssen. Ah, jetzt wollte ich mich gerade setzen. Nix da. Ja, easy Ninja Action. Ist wirklich so. Also das Spiel macht schon echt Spaß. Ist halt was. Was denn? Da ist, Das, okay. Das war timingmäßig durchkommen.
ist halt was ganz anderes als It Takes Two. Oh. Aber macht echt Spaß. Hier sind halt, wie du schon in der ersten Folge gesagt hast, oder einen der ersten Folgen, mein Gott. Die Jump'n'Run-Elemente sind halt. Genau, der Fokus halt eben auf was ganz anderes gelegt. Genau, eben auf die Jump'n'Run-Elemente. Und die sind sehr gut umgesetzt, muss man sagen. Ja, das ist ein sehr gutes Jump'n'Run-Spiel. Macht Bock. Mit Rätsel. Alter, was anderes kennst du, Super Meat Boy? Oh, Rattis! Hey. Super Meat Boy? Oh, tot. Roms. Nee, kenne ich nicht. Ach so, ich weiß, wie das geht. Ja, ja, ich auch. Okay. Willst du gehen oder ich? Ja, ich fange an. Das ist halt ein Jump'n'Run, wo. Oh, was? Alter, was? Ich wurde da hingezogen. ist halt ein Solo-Player, Jump'n'Run, aber da fliegen dir halt in jedem Level irgendwelche Kettensägen durch die Gegend und du musst halt unnormal präzise springen, um nicht zerquetscht und zerfetzt zu werden und so weiter. Warte, du musst nochmal drücken. Du musst mich hoch. Oh. Ah, okay. So, jetzt kannst du. Danke, Bruder. Ja. Ah, wieder ein Stückchen Story. Ja, guck mal, hier ist ein Schloss. Soll irgendwie aufmachen. Ja. Vielleicht irgendwie. Vielleicht müssen wir einen Hammer finden. Oder hier ist noch ein Schloss. Okay, vielleicht gehört das auch einfach dazu. Ja, es kann auch sein. Ey. Ja, ich glaube, das ist das nächste wieder. Nein! Ah, okay. Ui. Nein. Nein. Alter, was haben wir? Ah nein! Komm nicht weiter hoch. Da musst du warten. Ich will das selber schaffen hier. Ja, ja, du kannst dich gerade eh nicht an mir hochziehen, weil ich hier an der Wand hänge. Ach so. Nein, genau nicht. Ja, jetzt. Leck, leck, leck. Ja, jetzt. Ach, okay. Du musst da links Feuer. Und was muss ich? Ich frag mich, warum da links oben Feuer ist. Ach so. Weil eigentlich müssen wir da ja gar nicht lang. Das ist einfach okay. Dick. Na, sag mal live. Okay, die hören. Boah. Du ziehst dich gerade, ich will gerade springen. Oh lol! Da oben muss man sich festhalten. Das habe ich gesehen, aber ich dachte, dieser Balken, dass wir darauf stehen können. Ah, okay. Der da unten. Deswegen hat mich das mega überrascht. Ich habe nicht geguckt, wo wir hin müssen. Ach, da oben, okay. Gar nicht. Da hier. Nein. Alter, was tue ich hier gerade? Du kannst dich dranziehen, wenn du willst. Ich hätte, glaube ich, nicht ziehen dürfen. Ach, ich habe mich schon gewundert. Sorry. Nee, aber das schiebt dann auch echt mies runter. Ja, ja. Ach so, Wir müssen vielleicht schwingen, oder? Da kann man gar nicht drauf, okay. Du musst schwingen, weil du auf der rechten Seite bist. Ja. Ich dachte, das... Boah, das geht gar nicht. Geh du mal nochmal hoch. Ja, du musst aber... Doch. Man kann schwingen, nur... Du musst dich beeilen, denke ich. Weil man sonst da richtig hart... Jetzt kann ich. Ja. Okay. Perfekt. Komm, voll gegen jemanden. Ja. Also das Spiel ist ja auch prinzipiell im Einzelplayer spielbar. Stelle ich mir aber im Einzelplayer echt scheiße vor. Nein, ziemlich nicht. Du Penner. Ah, man kommt hier nicht hoch. Ja, du hast gezogen, kann das sein? Ich bin gelaufen. Ich hab nicht, also ohne RB. LB. Huch, warte. Oh, Entschuldigung. Sorry auch. ich sagte warte, weil ich mich hochziehen wollte und ich hab deinen Sprung dann verkackt, weil ich mich gerade festgehalten habe. Ach so, ja, das stimmt, okay. Jedenfalls, ja, man kann das halt auch im Singleplayer spielen, aber stelle ich mir echt scheiße vor, weil du ja immer switchen musst zwischen.
Warte bitte, ich will mich hochziehen. Nee, kannst du nicht, da ist dieses, Ja, aber zumindest bis hierhin. Ja? Doch, oder? Warte. Doch, das... Nee. Nee, du bist runtergefetzt. Das heißt, warte mal, aber ich muss mich mindestens bis hier ziehen können. Ja, also jedenfalls im Singleplayer musst du ja immer switchen zwischen, dass die quasi zusammen sind und dass du dann die trennen kannst. Du kannst nur einen Stein. Achso, guck mal, vielleicht müssen wir eine Brücke machen. Machen wir hier eine Brücke. Das sieht nach Brücke aus. Ah, ja. Also ich glaube nicht, dass man das dann nur einen... Kann mich irgendwie nicht hochziehen. Du müsstest vielleicht mal kommen hier und dann eine Brücke machen. Okay. Zieh dich da noch hoch? Ich kann nicht. Warte. Das ist gerade voll die komische Steuerung, weil ich mich nicht so richtig hochziehen kann. Und hier kann ich mich auch nicht durchziehen. Oh, doch. Okay. So, das heißt, wir sind jetzt da oben. Und jetzt? Ja. Ah. Geht warum konnte ich nicht da drauf? Weil wir müssen sonst müssen wir nach da oben. Alter, warum hat das denn eben geklappt und jetzt nicht? Okay. Nee, dann müssen wir es, glaube ich, doch wieder lösen. Ja, warte mal. Ach so, nee, klar, lösen einfach jetzt da nach oben quasi schwingen. Ja, ja, das habe ich eben versucht, aber es hat nicht so ganz geklappt. Hast du gelöst? Ich glaube ja. Nee, ist noch. Ich glaube jetzt ist... Ja. Hä, oder? Nee, ich bin immer noch da dran. Das war doch nee, mit... Du bist ganz normal dran. Oh, okay. Ja. Oh nein, okay, also wir müssen da hoch. So. Ganz, das wird ein ganz abgespaceder Sprung. Nee, der war kacke. Ja. Alter. Zieh dich ran, wenn du willst. Ah, nee, es ging ja nicht, ne? Ja. Ah, nee, guck mal, da oben, da ist was. Da, guck mal, unser Lichtstrahl ist da, links. Rechts. Ja, oh, ja, ja, mein ich ja. Da versuche ich ja die ganze Zeit. Ach so, ich wäre jetzt nach links gesprungen, tatsächlich. Nee, nee. Aber du musst ja trotzdem da erstmal hochkommen. Und das ist halt schon heftig. Weißt du was? Ich versuch mal ja, nach. Da komm ich dagegen. Ich versuch mal nach links zu springen. Okay, bisschen. Ja, da musst anders. Du, wenn dann von da. Ja, ich zieh dich erstmal hoch. Ah, okay. Nee, das geht nicht, okay. Ach, lol, okay. So schwer ist das gar nicht, man kriegt da erst einfach. Ja. Da ich wusste nicht, dass ich dagegen das Rohr springen kann. Ah. So, perfekt. Ah, wieder leck. Der Chef. Ah. So. Ah ja, okay. Und dann darüber, okay. Mein Gott. Okay, dann halt so. Nein! Ach, oder dahin. Okay, das geht auch. Ach komm, stopp. Oben. Da ist oben das. Ja, aber wie soll ich da hinkommen? Ich weiß, wie ich da hinkomme. Mit dem unnormalen Schwung. Ja, du hast dich bewegt, deswegen bin ich auf dem Boden gelandet. Ja, du hast mich nämlich an den Rand gezogen. Ich musste mich wieder... Nee, das klappt nicht. Ach, du kannst jetzt schwingen hier von hier aus. Ah, oder warte, kann ich so... Oh nein. Ich frag mich, ob ich jetzt so... Boah! Na, hoch. Ich glaube, du musst einfach von hier aus schwingen und dann über das Ding drüber springen. Also quasi so ein Salto machen. Okay. Oder von da aus? Nee, das. Oder? Das kann auch sein. Aber warte, ich probier's noch einmal hier. Lass doch nicht zu weit schwingen, nee. Genau, weil sonst passiert das. Ja, komm, versuche ich das einmal da. Warte, bleib mal bitte kurz. Ich würde mich gerne an die hochziehen, damit ich mitschwingen kann. Okay. Ja, von da oben schaffen wir das ja locker. Lass mal erst einen machen, damit einer noch hier zur Sicherheit hängt. Versuch du mal ruhig. Ja, das ist super easy. Du machst einmal den hier. Und dann bist du da und dann hast du den so. Okay. Ja, trotzdem war es ja gut, dass ich da schon mal hing, weil jetzt kannst du hier direkt an mich an mir hochziehen. So, und zack.
Oh. Oh, oh, fuck, scheiße. Was denn? Ja, dieser Vogel, der mir auf einmal entgegenkam, der hat mich unnormal gestresst. Das siehst nicht mein Vogel. What? Nee. Nein, nein, doch, doch. Okay, der ist jetzt für dich. Ja. Gönn dir. Kannst du auch abseilen einfach. Also kannst dich festhalten bei mir. Ja, ja, klar. Aber du musst runter. Da ist der Schalt. Oder dann gehe ich runter. Ah. Okay. Ja, jetzt kann ich da runter. Aber warte mal, geh nicht runter. Ja, ja, ich weiß. Da oben ist ja das Ding. Genau. Bleibst du hier oder gehst du rüber? Wie du willst, ja. Dann geh du. Boah! Ich konnte nicht. Ich konnte nicht. Ich wurde zurückgezogen quasi. Noble Sacrifice. Oh Gott, damit ist alles weg, okay. Na. Okay, ich gehe diesmal. Ja. Hallo? Abspringen? Dankeschön. Ja, das konnte ich auch nicht. Kommst du? Ja, ja, und ja. Bitte nicht festhalten. Achso, okay. Wow, war das close. Ah, das war wirklich close. Nee, den können wir auch später machen. Weil wenn wir tot sind, ist er eh wieder resettet. Dann müssen wir nee. Aber dann können wir direkt schon... Ah, dann können wir unten landen. Unten stimmt. Landen, ja. Das macht mehr Sinn, ja. So, muss ich hier, kann ich hier bleiben oder muss ich zu dir kommen? Nee, komm lieber zu mir. Ich glaube, der Faden ist noch nicht lang genug. Sonst struggle ich irgendwann in der Mitte. Ja, okay. Ah, jetzt ist aber da auch zu. Okay, okay. Wow! Oh, das war knapp. So, und jetzt muss ich da mit einem Mal abspringen. Ja, ich darf nicht da genau durch, okay? Ja. So? Nein! Ja, doch, gut, ja. Ja, ja. Okay. Easy. Okay. Siehst du, gut, dass ich unten das Ding schon gemacht habe. Aber. Das Problem ist jetzt. Ja, das, genau das. Aber wir haben den ja jetzt trotzdem. Ja, stimmt. Da ist es egal. Alter! Das Abpassen ist nicht so meins. Ich will einmal versuchen. Okay, du bist dran. Oh, lol. Okay. Boah, das war knapp. Das war wirklich knapp. Okay. Aber das liebe ich an so Jump'n'Run-Spielen. Du fühlst dich echt mega wie so ein Ninja. Ist echt so. Also vor allem hier. Ja, mit den Seilen so. Ja. Okay. Mach's nochmal. Alter. Ja. Nee, warte, das stimmt, das muss erst hoch. Ja, ja, deswegen hab ich mich auch gewundert, warum du mich. Ist das exakt dasselbe wie eben. Deswegen wunderte ich mich gerade. Warum du mich getötet hast. Why you do this, brother? Das war ein Sorry. Ich frag mich, ob wir hätten uns da hochziehen müssen. Mach mal eben, bleib mit mir, genau. Nee. Ja, ich kann dich nicht bis nach ganz oben. Ja, ja, hab ich jetzt. Du musst abspringen vorher. Oder? Meinst du, ich sterbe? Ja, ziemlich sicher, ich quetsche dich da doch kaputt jetzt. Ja, okay. Kommst du runter? Nee, versuch mal mich hochzuschieben, dann versuch ich mal rüber zu springen. Aber das ändert doch nichts an der Situation, dass ich hier drüber muss erstmal. Stimmt. Das reicht. Ah, mach mich mal so ein. Oh. Mach mich mal so ein bisschen hoch. Und dann springe ich mal nach. Ja, das habe ich ja gerade versucht. Ah, ne, okay. Oh, nein. Aber ich habe noch eine Idee. Geh mal drüber. Achso, sorry. Geh mal drüber. Ja. Und dann gehen wir nochmal drüber. So, und jetzt lauf einfach nach links. Einfach runterlaufen. Ja. So, und jetzt schwingen. Ah, okay. Clever, clever. Aber das ändert ja eigentlich nicht viel, weil ich komme da jetzt gleich nicht mehr durch. Warte auf, du kannst jetzt links dann nochmal links runterlaufen? Ah ja, genau, ja.
Perfekt. Und jetzt machst du das Licht dadurch. Runter. Ich kann mich jetzt, oder wir können uns jetzt einfach hochziehen. Ja, ja, mach du zuerst. Okay. Okay. Easy win. Perfekt. Okay. Sieht gefährlicher aus, als es ist anscheinend. Ja, hier kann man... Nee. Oh. Oh. Hauptsache, auf dem einen können wir laufen, auf dem anderen aber nicht. Wer ist denn jetzt wodurch gestorben? Ich bin jetzt hier nach unten gelaufen. Warte mal, ich habe eine Idee. Nee. Ja, ich... Schlechte Idee. Ich glaube, ich weiß, wie das machen muss. Hä, nee, das macht gar keinen Sinn. Komm mal zu mir. Bitte schwingen. Ja... Also ja, bleibt ja eigentlich die einzige Möglichkeit, ne? Aber wie soll ich das denn machen? Ach, du kannst jetzt nach links laufen. Oh, lol. Ja, okay. Okay. Ich muss warten, bis ich... Nee, ja, ich hätte einen Schritt mehr machen müssen. Ja, ich hätte aber auch warten müssen, bis ich ausgependelt habe. So. Jo, 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 jo. Ja, okay, die Frage ist, wie wir dich da gleich... Ah, stopp! Geh nach links, geh nach links. Ah, ja, ich sehe es. Ah, du machst... Oh. Ja, ging aber nicht anders. Nee, ich hab's versucht. Ah, okay. Da ja, unten ist so ein Schalter. Achso, wolltest du jetzt eigentlich mal? Oder? Ja, ist egal. Oh, sorry. Okay. Ja, dann mach ich jetzt mal. Oh, ich hab vergessen. Ich hab vergessen, dass man sich festhalten muss. Was? Mal, das ist doch steady hier. Wie machst du das, dass du langsam gehst? Einfach lang, einfach den Stick halt nicht komplett durchziehen. Okay, das ergibt Sinn. Sagte er und fing an durchzuschauen. Boah, das ist close. Boah, das hat echt Fingergefühl. Das habe ich jetzt einmal hingekriegt, den nachher nehmen. Nee, 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 bleib mal links, bitte. Ah, leck, leck, leck. Ah, geht wieder. Okay. Perfekt. Oh, okay, oder so.